Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last One of Us. Ich habe jetzt mal ein bisschen gepimpt, um hier einfach ein bisschen durchzukommen, weil das doch schon ein bisschen hart ist. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ihr werdet es gleich sehen. Nicht allzu viel. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hier hinführt. Die ganze Kanalisation hier. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt dahin werfe? Gar nichts. Ist ja auch Wasser. Muss erstmal gucken, wo ich hier hin muss. Ich hatte gerade schon das Vergnügen mit ein paar Klickern. Wie ihr seht, liegen sie hier schon teilweise tot in der Gegend rum. Ich habe im Moment überhaupt keinen Plan, wo ich überhaupt lang muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gerade schon eine Tür gefunden, die allerdings verschlossen ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einen anderen Weg gehen oder einen Schlüssel finden oder. Also hier hatte ich das Vergnügen mit den Herrschaften. Sind auch noch. Das ist einfach mal, weiß ich nie, kann ja alles gebrauchen. Scheint aber so nichts drin zu sein. L3 Hinweis. Finde die Schlüsselkarte. Okay. Das ist nämlich genau das, was ich suche. Die muss hier irgendwo versteckt sein. Hier im Moment scheint sie aber nicht zu sein. Schauen wir uns hier mal ganz genau um, weil die wird mit Sicherheit hier irgendwo sein. Irgendwo hier in diesem Raum, wer weiß das schon. Also hier muss man wirklich alles untersuchen. Oder ist die wirklich hier jetzt speziell versteckt? Aber da würde der das ja anzeigen. Hier ist ja nichts mehr. Ist hier nur noch das Gewehr, die Gewehrmunition, die ist voll. Also werde ich wohl Raum für Raum suchen müssen. Mal hier weiter. Da ist was. Das ist die Security-Karte. Wunderschön. Haben wir die jetzt gefunden, ja? Das ist gut. Da muss ich jetzt nur noch zu dieser Tür kommen, wo ich gerade war. Jetzt nur noch wissen, wo das war. Nicht. Nicht den hier. Das brauchen wir nicht. Toiletten. Liegt noch was. Brauchen wir so einen Stein oder so? Brauchen wir auch nicht. Gehen wir erstmal hier oben rum. Ob wir die Tür jetzt hier finden oder wo das jetzt gerade nochmal wieder war. Ich weiß jetzt gerade nicht. Hier ist der Waschraum. Hier war es, glaube ich, auch nicht. Nee. Gehen wir weiter. Ich glaube, ich muss wieder nach unten irgendwie. Hier war's, genau. Dafür brauche ich die Schlüsselkarte. Kein Strom. Ich drehe ab. Was geht denn jetzt ab? Jetzt muss ich den Strom erst noch. Ach Leute, jetzt muss ich den Generator finden oder was? Ach, es ist echt nicht einfach. Okay, wo finden wir jetzt den Stromgenerator? Das ist jetzt die nächste Frage. Schauen wir uns mal hier unten um.
könnte sowas sein, aber das zeigt nichts an, dass ich hier irgendwie was machen muss. Machen soll. Nö. Also, wird das wohl nicht das Richtige sein. Was haben wir hier? Die zeigt da auch nichts an. Das könnten aber so Hinweis. Stelle den Generator an, um Energie zu liefern. Gut, dann sollten wir jetzt nur noch wissen, wie. Andere Seite. Da ist der Generator wahrscheinlich. Na bitte. Ach komm. Ach, das ist wieder. Wisst ihr, Leute? Das ist wieder so eine Sache, oh, wo ich ja durchdringen könnte. Jawohl, geht doch. Gut, dann... Hier tut sich was. Irgendwas ist hier gerade passiert. Irgendwas kommt da. Wo? 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 Um Gottes Willen. Ach du Scheiße, ne. Ihr habt's gesehen, warum ich gepimpt habe. Ja? Ihr habt's gesehen? Diese Viecher sind nämlich sonst unberechenbar. Man hat keine Chance. Deswegen habe ich ein bisschen gepimpt. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse. Aber man will ja auch mal irgendwann weiterkommen. Wenn ich das Spiel beherrsche, dann werde ich es irgendwann nochmal ohne Pimp spielen. Ich hoffe, ihr könnt mir das einigermaßen verzeihen, aber jetzt habe ich ein bisschen nachgeholfen, das Ganze zu beschleunigen. Aber wo war denn jetzt nochmal wieder die Tür? Jetzt muss ich erstmal den Waschraum wieder finden. Wo war denn das jetzt nochmal mit der Tür, verdammt? Ach, es ist echt... Ich war doch irgendwie... Muss ich doch nach oben, oder? Hier ist der Generator, wer weiß, wie lange der läuft. Ich muss die Tür finden, verdammt. War das hier? Nee. Verdammte Sch... Wo war das denn jetzt? Das ist echt nicht einfach. Ich muss irgendwie wieder nach oben kommen, verdammte Hacke, nee. Hier war das. Da sind wir doch richtig. Sehr schön. So, da geht auch die Treppe hoch. Wir gucken uns natürlich erstmal hier unten um. So viel dazu. Ich muss zu Ellie. Ja, auf jeden Fall. So. Gibt's hier? Jede Menge Material. Ansonsten scheint hier nicht viel von Belang zu sein. Hier ist noch ein Zettel. Oder so. Ne, kein Zettel, irgendwas anderes. Hier ist noch. Jetzt ist hier anscheinend gar nichts mehr. Gut, da können wir hier rausgehen. Gehen hier in diesen Raum. Gucken, was hier zu finden ist. Jede Menge, jede Menge. So. Hier ist noch Material. Okay. Können wir mal unsere Waffen vielleicht verbessern? Und dann schauen wir mal. Nachlandestempo. Fertigen. So, das haben wir erledigt. Magazinkapazität. Dann mach was voll. Sehr schön, das haben wir soweit erledigt.
können wir nicht mehr. Das können wir nicht mehr. Gut, egal. Dann sind wir hier durch. Ja, das sah jetzt aber nicht so danach aus, als ob wir da irgendwas ändern können. Nee. Hier. Auch nicht. Sehr schön. Wir haben ja einiges geschafft. So, dann weiter Ellie suchen. Da geht es anscheinend nicht weiter. Schauen wir mal hier rum. Schauen wir mal die Treppe runter. Ne, da kommen wir ja her. Genau, da kommen wir ja her. Schauen wir hier weiter rum. Gehen wir mal hier die Treppe runter. Ach Gott. Schießt ihr die noch? So, das haben wir auch erledigt. Ellie finden. Aber irgendwie laufe ich gerade. Tragen. Jetzt müssen wir nur gucken, wohin. Da oben? Ne, da hoch. Genau, das macht Sinn. Was ist das für einer? Oh, Ellie! Allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ein bisschen dankbarer könnte der ja schon sein, oder? Ja. Ellie. Sarah, bring Dexter und Neville zu deiner Mutter. Hier ist es nicht sicher. Jen ist durchgestrichen. Keine Sorge, wir kümmern uns gut um sie. Steht darunter in Rot. Aha. Okay. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich
hasse das. Naja, auf dem Klo wird es wahrscheinlich nicht so viel zu entdecken geben, würde ich jetzt mal behaupten. Gehen wir einfach weiter. So, hier geht es anscheinend nicht weiter. Gut, gehen wir weiter geradeaus. Ah ja. Okay, zu wissen. Ach, hier geht es anscheinend auch nicht weiter, oder? Doch. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Okay. Hilf mir doch mal! Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Schieb! Mach ich ja! Schieb fester! Na also. Gehen wir. Ein bisschen dankbarer könnte der schon sein, meiner Meinung nach. Ohne Ellie wäre er wahrscheinlich tot. Nur mal so. Aber naja. Vielleicht kommt das ja noch im Laufe des Spiels, dass sie sich doch ein bisschen mehr annähern, anfreunden. Jetzt schon fast was anderes gesagt, aber die Kleine ist 14. Lassen wir das mal. Mist. Ah, ich freue mich schon drauf. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist das das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Mach weiter, du Ellie. Ich
seid ihr? Zum Teufel. Nein, du wirst wissen. Hey, Mann. Mach ja. Oh, Mann. Okay, ihr könnt kommen. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. Ach schön. Weiter geht's. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal darum, das Spiel überhaupt zu schaffen. So deswegen habe ich das gepinnt. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Ja, ihr könnt das Video ja stoppen, wenn ihr es lesen wollt. Gehen einfach mal weiter. Ich weiß im Moment noch gar nicht so genau, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Einfach mal hier rum. Na, scheint richtig zu sein. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gut. Gute Idee. So, Material. Dann gehen wir hier mal die Rampe hoch. Wird uns aber auch nicht weiterzubringen. Na gut, dann müssen wir da die hoch. Aber auch nicht. Irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie. Oder sind wir hier falsch? Nee, ich weiß, glaube ich. Ich glaube, vielleicht weiß ich. Oder? Nee. Hat auch nicht geschehen.
Habt ihr eine Idee? Weiß es gerade nicht. Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe... Dreh dich doch um, Mann. Ah, kann man... So, und jetzt schieb nach vorne. Ach, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Eh nichts. Gleich wieder schließen. Weiter geht's. Scheiße, runter, runter. Schon wieder. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Will da jemals ankommen? Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Leister! Mann! Hier runter. Was ist mit der Market Street? Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Dann gehen wir auch mal nach oben. Aber echt.
Boah, ich glaube, ich spinne. Alter, wer schießt denn hier? Wo müssen wir hin? Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Wir sind fast da. Nicht weiter. Dann laufen wir mal hier lang. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Gehen wir durch die Gasse. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Schwachsinn. Ich schwöre es. Oh, wer zu geil. Scheiße, mach ich das Ding kaputt? Mann. Dann schauen wir doch mal. Wieso explodieren wir das Ding eigentlich?
Granaten. Langsam die Schnauze voll hier. Boah, Alter. Erstmal mit ein paar Granaten. Ich glaube, sie sind weg. Sehr schön. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Wow. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe.
Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Ich komme aus Hartford. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Pop-up Toys. Na dann. Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Glaub ich nicht. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los, hier auf den Truck. Da drüben noch mehr. Schneller. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht ihn nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Aber du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher.
Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Oh, halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Alles gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Tja, das wird eine lange Nacht. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Auf geht's. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Hey. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine. Du hast es drauf, Mann. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Hey, hörst du? Quicker! Ja, ich höre es, aber ich sehe nicht. Da drüben, da! Erledigt! Hast du den Mist? Oh, dafür wirst du bezahlen! Thank you.
Mann, mach keinen Scheiß, okay? Okay, geschafft. Ah ja. Dann hilf mir mal damit. Okay, bereit? Los! Halt, halt, halt! Hey! Sie sind hier drüben! Shit! Erledigt. Los, kommt schon. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Mal schauen, wo wir hin müssen. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon! Schneller, schneller! Belly, der hat dich! Okay, hol ihn hoch! Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Noch einmal! Und los! Wir bleiben zusammen. Toller Freund. Wir haben sie wohl gefunden. Aber echt. Meine Güte. Mal sehen, was wir ergattern. Nicht schlecht, was? Errungenschaft freigeschaltet, voll ausgerüstet.
müssen wir jetzt lang? Muss ich hier rum? Oh, was für ein Teufel geht hier ab? Alter! Hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Scheiß die Wand an. Was zum Teufel? Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ja, und wie das weitergeht mit dem Funkturm, ob wir ihn finden und wie die ganze Geschichte weitergeht mit den beiden, beziehungsweise jetzt vier, schauen wir einfach mal in einem nächsten Video. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss, euer der Danny Spieters. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach ein bisschen gepimpt. Ich hoffe, das ist okay. Ich möchte einfach das Ende erreichen, beziehungsweise sehen, wie es weitergeht. Und ja, bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss, euer der Danny Spieters. Bye, bye.